zur Pressekonferenz. Ja, Peter, ich darf dich um ein Resümee bitten. Gut begonnen, dann dazwischen waren ein paar nicht so gute Phasen und dann wieder besser gespielt, im Endeffekt doch 3-5 verloren. Ja, verdient verloren, weil wir eine Stunde oder 55 Minuten oder so irgendwie bis wir den Wechsel vorgenommen haben, mit viel zu wenig Spannung gespielt haben, wo zu wenig Bereitschaft halt auch da war, die Situation anzunehmen, waren schwierige Bedingungen, klar, von Start weg, auch eine Mannschaft, die da unbedingt was mitnehmen wollte, sollte am Ende auch ist für alle keine Überraschung sein, dass es eben so ist, aber du musst dich halt dieser Situation stellen und das haben wir sehr lange nicht gemacht. Dann war es 20, 25 Minuten eigentlich okay, war auch das zu sehen, was wir wollten, und aber ist halt verdiente Niederlage und muss auch zur Kenntnis nehmen, dass wir jetzt gegen die ersten 5 Mannschaften, die da oben stehen, unter den ersten 6 kein einziges Spiel gewonnen haben. Das heißt, wir haben unsere Punkte gegen die anderen gemacht, gegen die wir jetzt dann weiter spielen, deswegen wird es auch seine Berechtigung haben, dass wir in der unteren Gruppe uns die 10 Spiele verdient haben. Dankeschön. Dankeschön, Peter. Fragen bitte. Peter Klöbel, Kronenzeitung, nehme ich an. Beginnt. Ralf ist mit dem Mikro unterwegs. Peter, würdest du die Aussage, dass der Frust vielleicht zu groß war, gelten lassen, oder sagst du, nach einer Woche kann das nicht mehr sein? Man hatte das Gefühl zumindest, dass ein paar gefrustet waren. Ja, aber ich weiß nicht, Selbstmitleid ist ein schlechter Begleiter. Also im Spitzensport, das muss ich halt schon sagen. Ich habe ja auch Verständnis dafür, dass man enttäuscht ist. Ich habe auch irgendwo Verständnis dafür, dass für viele auch, sage ich mal, die Zukunftssituation noch nicht ganz klar ist. Und also es kommen schon viele Dinge zusammen, aber es war halt schon als Ganzes, sage ich mal, die ganze Gruppierung, das war halt überhaupt nicht homogen. Und wenn wir das halt auch nicht haben, dann ist auch klar, dass wir im Normalfall auch wenig Chance haben, da die Spiele zu gewinnen. Und das war das, was heute schade war, dass wir uns so gezeigt haben. Ich habe Verständnis für das eine oder andere. Klar, ist eine schwierige Situation. Wir haben keine Chance mehr gehabt. Es war eine Situation eben so, wie sie ist. Zudem, dass du dann vielleicht mehr über deine eigene Geschichte nachdenkst, wenn du das erste Ziel, das du jetzt nicht mehr erreichen kannst, zur Seite legst. Aber das ist halt schon Spitzensport und Leistungssport, und dafür war es halt zu wenig, vor allem die erste Stunde. Anschlussfrage gleich, wenn ich das jetzt weiterspinne oder weiterdenke, die Situation wird die Spieler, ja, das wissen wir alle, sagst du auch immer, auch in der Quali-Runde begleiten. Ja. Das muss aus den Köpfen raus, oder? Das muss aus den Köpfen raus. Es ist ja auch unsere Aufgabe, dann immer wieder möglicherweise die richtige Formation auch zu finden, vom Gefühl her, ein bisschen mehr dann vielleicht noch ein bisschen spezieller zu schauen, wer bietet sich auch im Training an, weil man dann ja auch gesehen hat, normalerweise machst du einen Vierfachwechsel. Die Realität ist normal so, dass das dann gar nicht mehr funktioniert oder gar nicht stimmig ist und auf einmal ist das ins Laufen gekommen. Das heißt, es ist auch nicht so viel Unterschied in dem, sondern wo muss man halt auf die richtigen Spieler dann Woche für Woche hingreifen. Das ist der eine Bereich, uns als Coach betrifft. Und das zweite ist, dass man halt schon auch jetzt dann schauen muss, die nächsten 2 Wochen, dass man einmal zumindest in erste Gespräche reingeht, um Klarheit zu geben. Und Klarheit kann bedeuten, man schaut, dass man in irgendeiner Form eine Lösung findet, die möglicherweise hier ist. Aber Klarheit bedeutet auch, dass man dort oder dort vielleicht auch signalisiert, dass es so eher schwierig wird. Also irgendwas muss jetzt dann auch passieren. Und das habe ich den Jungs gesagt und das habe ich auch quasi im Club deponiert. Und das sollte jetzt auch die Aufgabe in den 14 Tagen mit der Länderspielpause, sollte das auch so passieren, ja. Weitere Fragen? Ich sehe keine Handzeichen mehr. Dann sagen wir Dankeschön. Wünschen einen schönen. Doch, ja, okay. Okay, Thomas Apper. Ich muss noch geschwind schreiben. Ja, passt bitte. Schon. Das kann auch bei mir Zeit. Nein, aber das. Okay, ja, danke.
da durchläuft die Aussage hinauf, dass du gesagt hast, das hat dann funktioniert, obwohl man eben 4 Wechsel gemacht hat und dass eher atypisch ist, dass das dann ein bisschen homogener wird. Haben Sie dann dementsprechend die Spieler, die reinkommen, sind jetzt im Vergleich zu die anderen auch ein bisschen mehr empfohlen jetzt? Nein, das hat mit dem ja nichts. Wir kennen die Jungs ja. Also ich verstehe ja, wenn alles stimmig ist, dass wir ordentlich Fußball spielen können. Und wir wissen auch, dass wenn wir nicht griffig sind und halbherzig in die Aktionen reingehen, dass wir immer Probleme haben werden. In dem Fall war es eben diese Formation. Die anderen da habe ich dann wiederum Respekt davor. Da verschiebt sich nicht von einem Tag am anderen was. Aber wir müssen halt genauer hinschauen. Aber ich habe halt Respekt davor, weil ich weiß, du kommst bei 1-4 rein. Ja, es gibt dankbarere Aufgaben als 1-4 dann gegen Wolfsberg, da zu korrigieren. Und das haben sie richtig ordentlich gemacht. Also es ist dann ein Druck durch die ganze Mannschaft gegangen. Es war dann ein bisschen stimmiger, haben dann wieder halt einfache Fehler gemacht, dass wir das fünfte Tor kriegen. Es ist halt sehr, sehr einfach heute gewesen für den Gegner. Und das war ja das, was uns in den letzten Wochen zumindest begleitet hat, dass wir es den Gegnern, die auf Augenhöhe waren oder vielleicht ein bisschen besser waren, dass wir es denen zumindest schwer gemacht haben. Heute war davon relativ wenig zu sehen. Ne? Noch weitere Fragen? Nein, sehe ich nichts mehr. Dann sagen wir Dankeschön. Okay. Wünschen einen schönen Sonntagabend. Danke. Alles klar. Danke.